Ich bin Sir Asensio und heute werde ich euch zeigen, wie die NPCs hier in der Minecraft-Badger funktionieren. Und zwar sind das diese Typen hier. Und an sich sind die ganz cool. Es sind sozusagen die Villager und die machen halt nichts. Die nehmen keinen Fallschaden, die können nicht brennen. Wie ich euch hier zeige, die sind unsterblich. Man kann sie nur in einer bestimmten Art töten. Und zwar, wenn ihr nur im Creative Mode seid. Jetzt als allererstes, wie bekommt man die Teile? Und das ist halt eigentlich... Ihr habt zwei Möglichkeiten. Und zwar, entweder slash summon. Dann drückt ihr einfach slash summon NPC. Und dann kommt der NPC, so, by the way, so sieht er aus in der Standardversion. Ich habe die jetzt ein bisschen bearbeitet, da kommen wir gleich noch drauf zu. Oder ihr macht einfach slash give euren Gamertag und dann spawn egg unterstrich egg und dann 1 und 51. So, da kommt das NPC spawn egg und könnt ihr hier ein bisschen rumspawnen. So, wie tötet man die Teile oder wie entfernt man sie? Einfach linksklick, aber man muss in Creative Mode sein. Das ist die einzige Voraussetzung dafür. So, die Frage ist jetzt, wie kann man die Teile jetzt bearbeiten? Ganz einfach, ihr müsst im Creative Mode wieder sein. Ihr drückt rechtsklick und dann habt ihr so ein Fenster hier. Ich habe jetzt ja auch schon den Namen bearbeitet. Wisst ihr was, ich nehme mal einen neuen NPC. Dann mache ich das jetzt hier. Jetzt suche ich mal irgendeinen Namen aus. Keine Ahnung, hallo? By the way, das dritte Mal heute im Video schon. Ihr könnt hier auch die Farben verändern, wie ich euch schon im letzten Video gezeigt habe mit dem Titel Raw Command. Jetzt könnt ihr hier auch Skins auswählen. Das sind jetzt nicht die hübschesten Skins, aber ist okay, würde ich sagen. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag die hier am besten. Die sehen halt irgendwie realistisch aus. Und so habt ihr die Teile auch schon bearbeitet. So, jetzt kommen wir dazu, wie... Also, die Teile haben hier einmal Edit Dialog. Hier könnt ihr einfach schreiben, hallo, lololololololo. Und dann, übrigens, im Game Mode S, beziehungsweise Survival, sieht das hier nicht so aus. Wenn ich jetzt mal in Game Mode Survival gehe, dann sieht das hier so aus. Ich kann nichts drücken, ich kann nichts machen. Und da steht einfach nur Hallo, was ich im Creative geschrieben habe. Das kann ich dann hier bearbeiten. Ich mache es mal vernünftig und schreibe einfach nur Hallo. Und dann hier unten sind die Advanced Settings oder die erweiterten Einstellungen. Drückt ihr drauf und dann steht da, klick das Button to add a command und so weiter. Hier könnt ihr add command schreiben und dann, was heißt schreiben, aber drücken. Und dann könnt ihr hier ein Command eingeben. Jetzt könntet ihr natürlich theoretisch einfach Standard einfach say hi. Ich glaube, hier braucht ihr sogar ein Slash-Zeichen. In Command-Box ist das glaube ich nicht so. Können wir mal ausprobieren, warte mal. Say hi. Und dann gibt es hier auch noch einen Button-Mode. Das heißt, dass im Chat, den ihr gerade gesehen habt, als ich im Survival-Mode war, da war ja nur ein Chat. Also das heißt nur Chat, aber nur der Text da. Aber wenn ich jetzt Button Mode eingebe, dann ist da unten auch noch ein Knopf. Und jetzt kann ich den Knopf benennen, was auf den Knopf stehen soll. Und dann kann ich hier einfach Press drücken, also drücken. Oder ja. Und dann kann ich wieder in Game Mode Survival gehen. Und jetzt steht da Hallo und hier steht Press. Dann drücke ich und da steht da Hi. Okay, tatsächlich braucht man kein Slash-Zeichen hier. Ich kann jetzt nochmal drücken, Press, und da steht jetzt Hi im Chat. Hi, okay. Jetzt kann ich natürlich hier auch nochmal weitere Commands reinmachen. Ich weiß gar nicht, kann man nur maximal... Ja, es geht... Okay. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, die waren begrenzt. Okay, tatsächlich sind die begrenzt. Auf wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf 7 Commands sind die leider begrenzt. Okay, das ist eigentlich schade. Aber egal. Damit kann man eigentlich auch ganz gut Shops machen.
Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch slash dp machen. Jetzt müssen wir natürlich Koordinaten oder so merken. Ich gehe einfach mal hier hin und ja, mach einfach mal gucken Block an. Slash tp. Übrigens, so schnell könnt ihr das angeben mit Tab. Das ist die Taste über Caps oder neben Q. Ja, das markieren wir uns jetzt. Das merken wir uns jetzt mal. Jetzt mache ich mir das mal eben in die Zwischenablage. Das habe ich mir jetzt eben kopiert. Und jetzt gehe ich nochmal hier rein. Mache mir in die Advanced Settings hier. Mache ich hier und kopiere das rein. So, Button Mode. Teleport. So, ja, ich habe mich verschrieben. Egal. So, dann gehe ich jetzt nochmal in Game Mode Survival. Und jetzt steht da, da stehen jetzt 6 Knöpfe. Einmal Press, dann steht Hi im Chat. Oder Teleport. Und dann werde ich teleportet. Ah, ich sollte vielleicht auch nochmal, ja, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ihr solltet am besten, wenn ihr ein TP-Command macht, vor den Koordinaten nochmal add P machen. Das heißt, der nächste Spieler. Das heißt, wenn ich jetzt in Game Mode Survival gehe und Teleport drücke, dann werde ich in den TP. Das liegt einfach daran, dass er sich selber gerade an die Koordinaten TP hat. Und ja, das war es eigentlich schon. Mehr, also man kann halt jeden beliebigen Command damit machen. Das ist ja halt das Coole. Wenn ich kann das theoretisch auch zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, ja. Advanced Settings, und dann mache ich hier unten slash summon sheep. Und dann mache ich hier sheep. Dann gehe ich hier nochmal in Survival und dann drücke ich hier sheep und das spawnt ein Schaf in ihm. Das drücke ich nochmal sheep. Das spawnt ein Schaf in. Das ist eigentlich ganz gut für Maps und so. Und ja, jetzt ist auch noch ein Babyschaf gespawnt. Aber ja, ist an sich ganz cool. Und das Ding ist, ihr könnt beliebig reinschreiben, was ihr wollt. Und ja, zwischen 25 Skins sind das, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Nein, es ist nur 20. Aber zwischen 20 Skins könnt ihr wählen. Und ja, damit kann man, glaube ich, sehr gute Shops machen und so. Und ist ganz gut für Adventure-Maps. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt nicht wirklich langes Video, aber ich hoffe, das war trotzdem hilfreich. Und ansonsten war es das von mir aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, eine positive Bewertung. Und abonniert gerne meinen Kanal kostenlos. Ich werde bald wahrscheinlich ein 50 Abonnenten-Special machen, wenn wir dann die 50 Abonnenten erreichen. Ja, das war's von mir aus. Ciao.